Der Song Contest verleiht Malmö Flügel. Fast ein Jahr lang hat sich die kleine Stadt in Südschweden auf das größte Musikevent der Welt vorbereitet. Jetzt hebt sie sprichwörtlich ab mit den bunten Schmetterlingen, den Symbolträgern des diesjährigen Song Contests, die selbst hier bereits gelandet sind und ihren Weg offenbar auch in die Herzen der Schweden gefunden haben. It's really nice that we have it in Sweden again. It's not the first time, you know that. So I think it's good for the business. Here are already many tourists. Absolutely. Will be many people to visit Malmö and it will put Malmö on the map. So everybody knows where Malmö is in Sweden after this. Als echter Schwede kommt man am Song Contest nicht vorbei. 5-mal hat die Musiknation bereits gewonnen. Wohl mit ein Grund, weshalb die Begeisterung für den Wettbewerb hier kaum Grenzen kennt. The age is not so important. They talk about it in radio, and people on the street, in the restaurant, wherever you are. Everybody is at home that evening. It starts, and then we are really excited, which one is going to win. Österreichs Song Contest Hoffnungen lasten in diesem Jahr auf Natalia Kelly. Die 18-jährige Niederösterreicherin ist bereits am Sonntag mit der österreichischen Delegation in Malmö angekommen. Nach den ersten Presseterminen blieb für Natalia noch etwas Zeit, um Malmö von seiner schönsten Seite zu genießen im Frühling. Wir sind jetzt eben durch die Stadt spaziert und es hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Es war jetzt sehr viel Grün auch dabei. Es ist trotzdem noch ein bisschen frisch, aber vor allem hier jetzt am Strand ist es irrsinnig schön, auch einfach das Meer jetzt zu sehen und auch zu riechen einfach. Also es ist ganz, ganz schön. Doch am wohlsten fühlt sich Natalia Kelly auf der Bühne. Die des Song Contests hat sie bei der gestrigen ersten Probe in der Malmö Arena bereits zu ihrer gemacht. Wir mussten noch schauen, dass wir uns nicht zu sehr überwältigen lassen, einfach weil es war unglaublich. Eben die ganze Atmosphäre, es war super organisiert alles. Und eben der Sound war wahnsinnig schön und die Bühne und da oben die Beleuchtung, es hat alles so schön zusammengepasst, es war sehr harmonisch, da wollte man einfach gar nicht mehr runtergehen. Ob sie mit ihrer Stimme die Stimmen Europas holen wird, wird sich zeigen. Und gewonnen hat Natalia Kelly schließlich schon. Den Auftritt ihres Lebens beim Song Contest in Malmö.